Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind auf der Deichhof. Ich nenne sie einfach nur Deichhof, ist ein bisschen einfacher. Die neue Map vom Kalle, da sind wir unterwegs. Und Deichhof, weil da rechts auch schon der Deich ist. So, wir haben hier Weizen geerntet und jetzt sind wir gerade dabei, Strohballen zu machen. Ihr erinnert euch, wir haben gesagt, Strohballen für den Einstreu, damit wir die dann auch einfach ins in den Stall bringen können für unsere Kühe. Und mit dem Sammelwagen werden wir ebenfalls Stroh einsammeln, aber das kommt dann in Silo, damit wir damit einfacher unseren Silo King, unseren Futtermischer damit beladen können. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Ballen wir noch machen. Die haben jeweils 7500. 7500 Liter. Und jetzt muss ich mal schauen, wie weit sind wir denn eigentlich bei den Kühen? Ich glaube, bei den Kühen sind wir, was Stroh angeht, voll. Sind ja auch noch nicht so viele. Da müssen wir uns Gedanken machen, ob wir noch welche einkaufen. Das könnte nicht schaden. Genauso wie auch bei den Hühnern. Denn die Hühner sind ja auch nur 8 Stücke. Also da kommt noch nicht viel zu bei rum, was die Eier angeht. Aber wir haben jetzt genügend Futter auf jeden Fall, um, denke ich, mit den Tierchen über den Winter kommen zu können. So, vielleicht habt ihr das gleiche gerade eben oben rechts gesehen. Der Helfer ist wieder mal fertig. Das ist der Lindtrack. Der ist noch unterwegs auf dem Grasfeld und legt schwarz. Da fahren wir dann gleich mal rüber und schauen uns das mal an, ob er denn auch wirklich fertig ist. So, ja, kriegen wir die Bahn noch voll? Ja, die Bahn kriegen wir noch. Dann nehmen wir die nächste. So schön der Fendt auch ist, aber der Fendt hat immer so ein bisschen das Problem, dass er eine sehr enge Aufnahme hat. Ah, da liegt mir jetzt ein Ballen dahin. Eieieiei. Okay, habe ich nicht dran gedacht, dass natürlich die Strohballen sofort abgelegt werden. Und dann fahren wir mal rüber aufs Grasfeld und machen noch ein paar Ballen. Silageballen habe ich schon angefangen. Und ich lasse jetzt auch ein bisschen die Zeit schneller vorlaufen, damit auch hier sich ja etwas tut, auch bei den Tierchen wegen der Produktivität, der Gesundheit. Und dann, wie gesagt, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die Ballen am geschicktesten einsammeln. Entweder mit einem Autoload, mit dem Krone zum Beispiel, oder wir sammeln die mit einem Anderson ein. Aber da müssen wir schauen, wie wir dann das Ganze dann auch abgeladen bekommen in unser Ballenlager. Aber ich glaube, der Trigger war ja vor dem Ballenlager. Das sollte dann eigentlich, glaube ich, kein Problem sein. So, wir machen noch einmal voll. Noch einmal voll. Dann haben wir genügend Ballen, denke ich, die wir einlagern können. So, und den Rest machen wir dann mit dem Ladewagen. Bingo. Dann fahren wir mal rüber. Ist er nicht weit? Sudele. Hier an der Wasserstelle. Da gibt es kostenlos Wasser. Auch wieder ein feiner Zug vom Kalle. So, jetzt schauen wir mal. Ah, da oben steht er. Und ist er wirklich fertig? Nein, natürlich ist er nicht fertig. Da hat sich wieder irgendwie verhaspelt. So. Verhaspelt. Ja, das sieht ja alles ein bisschen wild aus. Aber müssen wir mal schauen, wie wir dann damit zurechtkommen am Ende. So, dann mit dem Glas hier nochmal den Rest. Dann haben wir wenigstens mal das Feld fertig. Dann haben wir das Stroh drin. Und dann müssen wir schauen, ob wir doch mit einem... Ja, wir kommen da auch jetzt gleich dran vorbei, ob wir dann mit dem Krone oder mit dem Anderson. Naja, gut, auf der anderen Seite können wir ruhig auch ein bisschen Kredit aufnehmen, denn so wie ich das sehe, werden wir hier gut Kohle machen, spätestens wenn die Ballen soweit sind. Ja, jetzt habe ich mir doch gedacht... jetzt überlege ich gerade, der Anderson, Ballen, Transport. Wir haben ja Rundballen, das ist der hier, 50.000. Der schiebt die nach hinten rein, gell? Ich glaube, das würde gehen.
Ja, da müssen wir dann so ranfahren und dann hier einmal kurz rückwärts und dann schieben wir die hier so rein. Ja, ja, das müsste eigentlich gehen mit dem Anderson, weil der Quaderballensammler, der fährt ja hoch, also richtig senkrecht und dann legt er den ganzen Turm ab. Da würden wir jetzt so nicht reinkommen. So, überall liegt hier noch Material rum. Also wir haben ein bisschen unsauber gearbeitet, würde ich sagen. So, da, was haben wir denn da noch? 3 Schwarz. Okay. Ja, aber wir wollen auch nichts liegen lassen, ne? Wir wissen ja nicht, was wir wirklich brauchen übers Jahr. Denn Stroh werden wir frühestens erst wieder im nächsten August machen können. Denn wenn wir natürlich jetzt Stroh hier ansehen, beziehungsweise Stroh ansehen, also was erzähle ich denn? Also natürlich Weizen oder Gerste, dann sind wir auch wieder erst im Juli dran mit der Ernte. September, Oktober können wir ansehen. So, jetzt war da schon die Bahn ein bisschen zu Ende. Dann gehen wir mal hier rein. Denn Stroh würde uns auch noch Hafer bringen. Ja, aber da ist die Erntezeit rum, da würden wir die Aussaat ist da erst dann im nächsten Jahr. Ja, müssen wir mal schauen. Aber ich tendiere zu Gerste und zu Weizen. So, jetzt nochmal durchzählen. 7, sind das nur 7 Ballen? Tatsächlich. 3, 6, 7 Ballen, 7500. Ja gut, das sollte schon reichen. Das sollte schon reichen, denke ich. So, ja, da sind wir also auf der Deichhof gelandet, weil uns das Update von der Rehbach, ja, den Spielstand... Ja gut, es stand ja auch letztendlich so drin. Neuer Spielstand erforderlich. Ich hatte ein kleines bisschen gehofft. Ah, da ist doch noch ein Ballen. Nee, das sind die. Doch, 7. Ich hatte ja gehofft, dass uns dann wird doch irgendwie das Ganze noch zum Laufen kriegen, war aber nicht möglich. Jedenfalls nicht sauber. Und wir wollen ja in Multiplayer einsteigen, beziehungsweise im Multiplayer ja weitermachen. Da haben wir ja auch die ersten Folgen immer ein bisschen zu kämpfen gehabt. Aber jetzt scheint es mit der 1.3er-Version deutlich besser zu gehen, wobei ich dann nicht davon ausgehe, dass es an der Map lag, sondern eher an Mods. Und wir haben jetzt gerade mal wieder im Hintergrund ein bisschen angefangen, uns einzurichten, die Höfe einzurichten, die 6 Stück, die auf der Rehbach vorhanden sind. Und im Moment sieht alles sehr, sehr gut und stabil aus, weil, wie gesagt, wir noch wenig Mods installiert haben. Und wir werden das dann eben so handhaben, dass wir immer mal 5, 6 Mods wieder dazu packen und stellen wir fest, es gibt wieder Probleme, dann wissen wir wenigstens, welche Mods wir wieder deinstallieren müssen. Denn das Problem ist ja immer klar, irgendjemand hat dann die Mods logischerweise in Benutzung, denn deswegen haben wir sie auch runtergeladen und installiert. Aber wenn wir sie natürlich dann wieder rauswerfen, schade, 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 wenn es zum Beispiel ein schöner Drescher für 500.000 Euro war. So, okay, jetzt sind wir hier soweit auch durch. Dann würde ich nochmal schnell rüberfahren. Ah, ich wusste es, dass der noch läuft. So, der macht noch seinen Job. Ja, jetzt kommt er langsam zurecht. Denn ich würde uns auf jeden Fall noch schnell eine Wagenladung Gras drüben holen wollen, damit wir auf jeden Fall auch für unsere Schafe soweit vorbereitet sind. Apropos unsere Schafe, ich überlege gerade, ob wir noch ein paar Schafe kaufen für den Schafstall. Das wäre ja auch noch eine Option. Jetzt haben wir die ja nur auf der Weide und Gras haben wir ja genügend. Und die erste Wolle ist ja auch schon gekommen, die steht ja bereits hier. So, jetzt müssen wir mal reinschauen, weil das hier ist der Durchgang zur Weide, aber hier ist Schafstall. Und die Frage ist, was kommt hier rein? Ach du Schande, sehe ich da gerade richtig, dass da auch Stroh rein muss? Stroh? Separierte Gülle? Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert.
Warte mal, warte. Tiermenü öffnen. Black Welsh Mountain. Also ich würde sagen, wir probieren es mal. Mal schauen, was passiert. Da passen dann sowieso nur 40 rein. Dann nehmen wir 10. Oder schwarzbraunes Bergschaf, Steinschaf, Black Welsh Mountain. Wir nehmen Black Welsh Mountain. Mal kurz austesten und schauen, was passiert. Okay. Also die springen jetzt da drin rum. Das heißt, hier machen wir zu. Vermutlich wird das Ganze dann hier drin spawnen. So, und jetzt schauen wir mal, was die Tierchen bräuchten. Ja, eigentlich auch nur Gras. Stroh. Tatsächlich, die brauchen Stroh. Ja, und was machen die mit dem Stroh? Das hatten wir doch schon mal, was im Prinzip dann nichts gebracht hat. So, die Frage ist jetzt nur, wo wird denn das ganze Zeug jetzt eingeworfen? Hier oder hier? Ja, jetzt holen wir erstmal ein bisschen Gras. Dann werfen wir Gras ein und dann schauen wir mal, was dann passiert. Ja. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir dann trotzdem mit den Schafen gutes Geld machen werden, sobald die anfangen, auch Wolle zu bringen. Denn im Endeffekt ist es ja so, solange wir da nur Gras reinwerfen müssen. Gras ist ja eine einfache Nummer. Ah, da hinten steht der Littrack, der ist schon wieder fertig. Ja, ich hoffe, dass er fertig ist. So. Tempomat. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir mit dem Ladewagen direkt da reinkommen oder ob sie sich am Ende dann doch auch hier anbietet, mit Ballen zu arbeiten. Aber vor allen Dingen die Sache mit dem Stroh irritiert mich doch ein kleines bisschen. Das hatten wir schon zweimal und im Prinzip hat es ja überhaupt nichts gebracht. Also man konnte zwar Stroh einwerfen, aber eine Mistplatte oder irgendwas... Naja gut, ich meine, auf der anderen Seite wird es vermutlich optisch gut aussehen, wenn dann Stroh drin ist im Stall. Ja, werden wir machen, können wir machen. Dann holen wir uns ein kleines bisschen Stroh, beziehungsweise wir schnappen uns einen Strohballen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Denn der Lintrack ist ja soweit durch. Und der hier ist jetzt auch voll. Und jetzt überlege ich gerade, nee, wenn wir da reinfahren, kommen wir, glaube ich, nicht vernünftig rein, oder? Na, wir versuchen es mal. Weil das wäre vielleicht sogar besser. Na, da kommen wir nicht an den Trigger ran, glaube ich nicht. Ja, das erscheint mir alles ein bisschen eng. Also ich habe so das Gefühl, dass es doch mit Ballen besser sein wird. So, liebe Freunde, jetzt macht ein bisschen Platz. Ah, von der Höhe reicht's. Es gibt Futter, es gibt Futter, damit die Produktion anläuft, damit ihr produktiv werdet. Und ich bleibe natürlich gleich mal hängen. So, was ist jetzt? Geht was? Kommt was? Ach du Schande. Ich habe so das Gefühl, der Trigger ist nicht... Nee, da tut sich gar nichts. So, da fahren wir doch mal zum Kollegen raus. Hilft nichts. Weil das ist nämlich genau die Frage. Müssen wir uns da noch eine kleine Presse holen, damit wir Grasballen machen können? Heu wird vermutlich nicht gehen. So, jetzt muss ich das Ding da hinten aufmachen. Ah, das ist jetzt aber... nicht clever gewesen.
Okay, also ich fahre lieber erstmal raus. So. Vorsicht. Ups. Ja. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, ob es jetzt hier ist. Okay. Also, wie weit müssen wir da reinfahren? Ja, wir müssen definitiv das Tor aufmachen, ne? So. Ah, man sieht's nicht. Man sieht's nicht. Wir müssen das Tor auf jeden Fall aufmachen. Ja, stopp mal. Stopp mal. So, jetzt. Jetzt ist aber echt hier. So, wo läuft denn das hin? Das läuft da rein. Okay, das läuft da rein. Das läuft da nicht rein. Da ist Wasser. Brauchen wir Wasser? Okay, nee, Wasser brauchen wir hier dafür nicht. So, wie viel? Okay. Spannend, spannend, spannend. 9500, die Kapazität ist erreicht. Brauchen wir tatsächlich Stroh? Das werden wir sehen, ob die Gesundheit hochgeht. Aber ich habe so das Gefühl, wir werden uns da leichter tun, wenn wir uns so einen kleinen Strautmann oder irgendwas holen. Wir brauchen irgendwas Kleines. Das merke ich schon. So, Türe zu. Wir werden da was Kleines brauchen, mit dem wir da rückwärts reinfahren können. Wie gesagt, so ein schöner kleiner Strautmann, 8000 Liter oder so, das dürfte vielleicht passen. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir weiter. 13.500. Das müsste man auch mal austesten, ob man auch Heu einwerfen kann. Im Zweifel müsste doch eigentlich auch Heu gehen, oder? So. Dann laden wir hier mal ab. Hervorragend. So, jetzt wollte ich gerade nochmal überlegen, was wollten wir jetzt eigentlich mit ihm hier noch machen? Auf jeden Fall die letzte Bahn. Weil der hat er doch noch was übrig gelassen. Ach, einen Strohballen wollten wir mit ihm noch einwerfen, um zu sehen, was passiert. Stimmt. So, das müsste es eigentlich jetzt gewesen sein, oder? Wir haben jetzt auf jeden Fall jede Menge Bahnen. Ich schalte mal um auf Vorderradlenkung, weil der tut sich dann doch ein kleines bisschen schwer. Auf dem Hof ist das eine feine Sache, aber wenn man hier auf dem Gelände oder im Gelände unterwegs ist und will dann auch wirklich 40, 50 Sachen fahren, dann sollte man auf Vorderradlenkung umschalten. Er kann ja auch Hundegang, ne? Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. Jupp, also es sieht soweit gut aus. Ja, jetzt müssen wir wieder ein Plätzle suchen, aber ich denke, das wird definitiv nur funktionieren hinten bei der BGA. Da haben wir genügend Platz. Und dann schmeißen wir nochmal einen Strohball rein. Mal schauen, ob das eben dann bei dem anderen reinkommt. So. Huch. Ja, dann müssen wir uns mal überlegen, ob man das hier vielleicht ein kleines bisschen schottern oder so. Und dann machen wir halt hier eine Standabstandfläche oder Stellplatz. Eben für diese größeren Geräte. So, dele. Dann schnappen wir uns wieder einmal Frontlader. Der steht ja da beim Ballenlager. Dann bin ich gespannt, was er jetzt mit dem Stroh macht. Also einen Ballen können wir auf jeden Fall opfern, beziehungsweise uns gönnen. So, wir brauchen auf jeden Fall das Gewicht. Das haben wir schon gemerkt. Bei 5500. Jetzt wird es ja ein bisschen schwerer.
Jetzt wird es ja ein kleines bisschen schwerer mit den Strohballen. 7500. Ja, obwohl, das ist ja nur das Volumen. Ich glaube, das Gewicht ist ja weniger. Die Silage, die hatte ja irgendwas von, ich glaube, 890 Kilo. Was hat denn der Strohballen? Huch, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen fester rein, oder? Ja, da tut sich nämlich gar nichts. Ja, der Strohballen hat nur 320 Kilo. Ja, Stroh ist da gar kein Thema. Stroh ist da gar kein Thema. So. Also wie gesagt, der Hof, der ist schon wieder richtig. Zwar irgendwie verwinkelt, eng und überall sind so Dinger, wo man was machen könnte, aber so richtig machen kann man doch nichts. Ich weiß es nicht. Also wir müssen uns da auf jeden Fall noch ein bisschen sortieren, wo wir was unterstellen können, wo wir was reinstellen können, wo wir was abstellen können. Jetzt schauen wir mal. Der Ballen, der kommt definitiv hier rein, da bin ich mir sicher. Aber warum hat sie auch zwei Trigger? Oder beziehungsweise, ja, zwei? Warum werden hier zwei Trigger angezeigt? So, löst er den jetzt auf oder nicht? Doch, er löst ihn auf. Okay. Wir sehen jetzt am Boden auf jeden Fall Stroh. Sag mal, kriegt man das Tor hier auch auf? Ach, die Tür kann man auch öffnen. Witzig. Ja, er löst auf. Naja gut, ich meine, optisch sieht es natürlich besser aus als der blanke Boden. Ist klar, ne? Wenn ihr euch vor allen Dingen da hinlegen wollt, ist besser, ja, ne? So, jetzt müsst ihr gleich da... Ah, doch, 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 jetzt ist er weg. Und wie sieht's aus? Stroh. Okay, 7503. Ich bin mal gespannt, ob der in irgendeiner Form verbraucht wird oder eben auch nicht. So... Freunde, das war's hier für diese Folge wieder. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Tierchen, wir haben unsere Ballen und wir haben wieder mal lustige Dinge erlebt. Vor allen Dingen, ja, mit diesem Tor. Und da sehen wir mal, so ein Tor hat mehr Kraft als ein 22 Tonnen schweres Fahrzeuggewicht anscheinend. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, Freunde, das soll's gewesen sein. Erstmal wieder für diese Folge, die vierte hier vom Deichhof. Und ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal wieder. Und ich sage Tschüss, ciao, ciao, euer Baden-Farmer.